Schwubbidi Wops. Sie vergessen nie deinen Nacken, also flieg jetzt diesen Drachen. Mach Druck, bis er Feuer spuckt, du kannst jetzt fliegen, kannst jetzt lachen. Und das Licht ist nicht schön, aber egal. Dafür bin ich schön. Good morning, Vegan Savages. Heute gebe ich euch einen Full Day of Eating und ich track es. Also ich finde raus, wie viel Kalorien ich esse und was meine Makros sind. Einfach weil ich wieder Lust habe, für mich zu wissen, wie viel ich gerade esse. Ich tue ja intuitiv essen. Und ich weiß es immer so plus minus, aber ich will es mal wieder genauer wissen, weil ihr kennt es ja, oder? Man hat immer so Phasen und dann hat man immer Essgewohnheiten für bestimmte Phasen. Und jetzt, wo ich wieder trainieren kann, habe ich wieder so eine bestimmte Essgewohnheit, wo ich oft das gleiche esse und da will ich mal wieder wissen, wie viele Kalorien das relativ genau sind. Ich erzähle euch mal kurz Fakten außenrum, denn gerade lebe ich ja wieder richtig den Plant-Based Athlete Style. Und zwar voll die Kombi aus Regeneration immer noch für meinen Bauch. Deswegen ist bei mir Schlaf wirklich gerade so eine hohe Prio, dass ich wirklich immer 9 Stunden schlafe. Wirklich 9 Stunden, weil if you want a wound to heal, don't touch it. Und wenn ich schlafe, dann kann mein Bauch einfach am allermeisten heilen. Und ich weiß, der Heilungsprozess ist ein langer, der findet immer noch statt und alles. Und ich merke es auch, zum Beispiel heute Nacht war ich schon um 9 im Bett und um 6 wach. Und meistens läuft es sich so darauf hinaus, dass ich so zwischen 9 und 10 ins Bett gehe und zwischen 6 und 7 aufstehe. Dann kalt duschen, meditieren. Auf deine Zeichen reagieren, Feinde studieren, während ich Beine trainiere. Dann mache ich meine heiße Schoki, die tracken wir jetzt. Das ist so mein erstes Meal oder erster Shake. Aber läuft sich bestimmt hinaus, dass sie so 300 Kalorien hat oder so, 200 Kalorien, keine Ahnung. Also kann man schon als Snack oder als Shake sehen. Ist ein Shake. Dann mache ich Steps auf meiner Treadmill Desk und dann so um 9 trainiere ich. Ich mache gerade Push-Pull-Run. Also mein Rest, da gehe ich laufen, das ist der Run. Heute ist Pull und ich mache heute mal mein Pull-Training zu Hause. Eigentlich gehe ich immer in den Calisthenics Park, weil da habe ich die Stangen. Aber Vegan Savages, do make the own luck. Rudern kann ich ja mit den Kurzhanteln. Klimmzüge. Bin ich einfach mal ein Vegan Savage und mach's im Treppenhaus. Mal gucken, wie das klappt. Weil das Push-Training war letztens so geil zu Hause. Und ich habe umgestellt und so. Und es ist gerade einfach arschkalt draußen und schneit. Deswegen, Vegan Savages make the own luck. Ich trainiere heute Pull zu Hause. Meistens so um 9. Dann Nice Cream Porridge gibt's meistens so nach dem Training. Das sind dann so meistens so 2 Stunden danach. Meistens so um 11 Uhr. Dann Mittagessen. Esse ich meistens so zwischen 2 und 3 so grob. Oder ich mache ein Recipe-Video, aber das ist dann auch so zwischen 2 und 3. Und Abendessen esse ich meistens schon früh so zwischen 5 und 6 Uhr, weil einfach unendlich viele Vorteile sind, nicht zu spät zu essen, abends auch nicht zu viel zu essen. Kommen Videos, die How Not To Diet Videos, ihr wisst Bescheid. Habe auch letztens einen Post at Vegan Strengths gepostet über Intermittent Fasting und da habe ich auch nochmal Dr. Michael Kregers Empfehlung aufgeschrieben, warum man eher früh essen sollte und abends, also nicht zu spät essen. Anyways, wir tracken jetzt meine heiße Schoki. It's alright, it's chocolate. Ihr kennt meine heiße Schoki, also nur ganz kurz für die Leute, die es nicht kennen. Es kommt ein Kaffee rein, der hat ja keine Kalorien. Dann kommt Fly, ungesüßt rein oder auch manchmal Barista. Meine Gewürzmischung, die ist damit jetzt gerade leer gegangen. Die fülle ich jetzt aber ASAP und damit meine ich jetzt auf, weil ich sie wirklich täglich benutze und liebe. Das sind einfach Ingwer, Pfeffer, Kurkuma, Zimt, Gingerbread Spice, Karob und Kakao. Dann Ritual, ein Scoop und das waren jetzt 25 Gramm. Und manchmal kommt auch noch Matcha rein. Habe ich schon Maca gesagt? Ich glaube schon. Und manchmal kommt auch noch Matcha rein. Und dann heißes Wasser. Manchmal kommt auch noch irgendwie so ein bisschen Smacktastic oder so rein. Oder ich pimp's irgendwie noch ein bisschen anders. Aber das ist so die Base und meistens auch nur das. Schwubbidi Wops. Und jetzt, wie fülle ich meine Spice Mix auf? Ihr kennt's. Hier ist hier nur Showcase, nur die kleinen Spices. Aber die großen in Bulk sind hier unten. Und da hole ich mir dann alles raus. Lebkuchengewürz und so. Auch vieles von Koro, ihr wisst Bescheid. 10% mit dem Code VEGANS 5. Genau. Ich meine 5%. Schaut mal, wie abgespaced diese Karob-Verpackung aussieht. Und das füge ich jetzt alles in einem Anteil rein, der mir taugt. Ich habe gerade schon geguckt, weil ich so neugierig war. 225 Kalorien, 33 Gramm Protein. So hätte ich es auch geschätzt.
Welche Vegan Savages können sich noch an die Barley Brew erinnern? Mit Axel, Barley, Februar 2019. Das war, da haben wir einfach die Kombi gefunden. Coffee mit Protein Powder. Was will man mehr? Und wenn ihr euch fragt, wie ich es tracke, einfach Chronometer. Mit der kostenlosen Version sieht man quasi alles. Könnt ihr einfach ganz entspannt angeben. Und dann sieht man hier unten auch, was ich richtig nice finde, die ganzen Nährstoffe. Aber darauf kommen wir sprechen am Ende des Tages. Also, schnallt euch an. Das wird ein nicer Tag. Out of motivational words. I need my coffee. Nein, brauche ich nicht. Aber ich will ihn. It's my highest excitement. Let's go! Schatz mal, wie schön das ist. Bringe ich noch zusammen. Ingwer, Pfeffer, Kurkuma, hier ein bisschen Zimt und dann ganz viel Lebkuchengewürz. Ich packe meine ganze Packung Lebkuchengewürz rein. Die macht immer so viel aus. Karob und hier oben noch Kakao. Shake it off, shake it off. Ja, und das shake ich jetzt schon immer gut. Also da muss man jetzt schon 1-2 Minuten investieren, aber die sind gut investiert und dann immer, wenn ich mit dem Löffel mal was raushole, immer mal wieder shake ich es einfach immer noch ein paar Mal durch. Und es ist wirklich so, also ich wurde jetzt öfter gefragt, ist es nicht so, dass es einmal hart nach Kurkuma schmeckt und beim nächsten Mal voll nach Kakao? Nee, bisher noch nie. Also das vermixt sich echt richtig zu einer homogenen Masse. Und ich glaube auch, wenn es dann einfach so lange steht, einfach vermixt sich das einfach mal mehr. Okay, die 2 Minuten mache ich mal alleine. Hey, ich habe mich gerade im Spiegel ausgecheckt, der Maroon Red Hoodie, Lamb-Based Athlete, extra large. Ich habe immer so Phasen mit Vegan Savage Hoodies. Ich feiere einen übertrieben und trage ihn so für einen Monat nur und dann wechsle ich wieder. Ich glaube, das wird der nächste. Januar, Februar, März, Spaß. Und ich feiere auch alle Vegan Savage Hoodies, sonst wären sie nicht im Shop. Wo ist meine hin? Oh, Maroon Red Long Sleeve. Auch nicht schlecht. Ich schaue gerade wieder ein Video von Ralf Settele, den habe ich ja übelst lang nicht gesehen, hat sich nicht gezeigt, Haare grau geworden, läuft. Auf jeden Fall, er hat gerade eben von Kälbern geredet und ich hatte voll den Flashback, kennt ihr das, wenn ihr euch auf einmal ganz genau an euren Trauma erinnert? Ich habe eben geträumt, wie ich jemand erkläre, wie abgefuckt die Milchindustrie ist, wie es eben funktioniert, dass die Kuh eben vergewaltigt wird und dann das Baby ihr weggenommen wird und so Kalbsfleisch verarbeitet wird, weil wir wollen ja die Kuhmilch trinken und die Kuh schreit um ihr Leben und ich habe so geweint in dem Traum, also im Schlafen vermutlich nicht, aber im Traum, weil es einfach, das ist so herzzerreißend, wenn man sich wirklich mal mit der Dairy-Industrie auseinandersetzt. Und ich war ja schon öfter, sei es Exkursionen von meiner Uni oder einfach so in Österreich, an Milchhöfen, keine Ahnung, und habe einfach die Mutterkühe um ihr Leben weinen hören oder muhen hören, weil eben die Babys hier gerade weggenommen wurden. Und dann siehst du da eben diese Kälber, die an deinen Finger und allem nuckeln, suchen so ihre Mami und können nie leben und werden in 2 Monaten geschlachtet. Und diese 2 Monate verbringen sie, also ey, ich habe so geweint im Traum. Okay, ich habe so Hunger und ich will ja, dass das Training stabil wird. Deswegen gibt es noch einen weiteren Pre-Workout. Ich habe euch eben vorhin das Gerüst gesagt, wie ich normal so ungefähr esse. Viele Tage, aber oft ist es dann auch wieder ganz anders, weil es heißt oft hin und wieder, dass ich dann irgendwie essen gehe oder wir machen Summer Rolls oder dies, das oder es ergibt sich irgendwas und auf einmal, einfach ich gehe so mit dem Flow, auf einmal habe ich ein Meeting mit coolen Leuten für 5 Stunden und komme erst um 5 Uhr nach Hause und habe fast gar nichts gegessen und ich gehe halt immer so mit dem Flow und ich habe einfach extrem Hunger, deswegen gibt es vor dem Training noch einen Snack, das sind einfach 2 Orangen. 2 Kiwis, ja, ich esse die Kiwi mit Schale, das sind auch Golden Kiwis. Und 3 Datteln mit ein bisschen Balsamico, denn Essig auf jede Mahlzeit. Game Changer. Macht's einfach, schmeckt gut und die Sättigung ist einfach fast schon gedoppelt. Also es macht einfach viel, viel mehr satt und es schmeckt einfach richtig, richtig gut. Für die kleinen Früchte eine kleine Gabel. Das gönne ich mir jetzt auf meine Treadmill Desk. Yeah, let's go. Ihr seht hier meine Handykamera. Ich zeige euch mein Training in meinem deutschen Insta. Folgt mir da, meine Stories gucken, einfach auf Instagram, @vGains. Ich schneide das richtig cool, das Training. Es geht dann nur so eine Minute. Und ich roll es einfach jetzt, damit ihr das Training auch sieht und nicht verpasst für den ultimativen Mehrwert. Ich weiß, worum es geht. Dreh auf. Ich weiß, was du willst, weil Musik keine Sprache spricht. So viele Entscheidungen im Leben, ich muss aufstehen, überlegen. Kann ich die Welt mit meinen Mantras überstehen? Mach dich stolz, sei dein Fels in der Ich brauche mehr Gewicht. Ich bestelle mir heute 10er oder 20er Scheine. Dir selber treu, hast es selbst in der Hand. Ob Excitement oder Joy, bitte nutze deinen Verstand.
Du wirst es verstehen, es fügt sich alles wie ein Puzzle. Lass das Ding entstehen aus der Summe der Gedanken. Sie vergessen nie deinen Nacken, also flieg jetzt diesen Drachen. Mach Druck, bis er Feuer spuckt, du kannst jetzt fliegen, kannst jetzt lachen. Sie vergessen nie deinen Nacken, also flieg jetzt diesen Drachen. Mach Druck, bis er Feuer spuckt, du kannst jetzt fliegen, kannst jetzt lachen. Wird dir mal wieder alles zu viel? Raste aus, geh zum Sport, push es raus, sei dein Ziel. Finde deinen Modus, übernimm den ganzen Globus. Behalte deinen Fokus und danach chillst du im Lotus. Upsi. Fuck. Fuck my life. Alter Shit. Das wird gerade so richtig rot. Jeder, der sagt, Home Training at home, ist safe, Mann. Ah! Alter, das hat... Oh, okay, kurz was passiert ist. Aber ich hoffe nur, dass alles gut ist. Fuck. Okay. Ich klemme nicht mehr Resistance Bänder, besonders nicht so stark wie die lilanen, in den Türrahmen ein. Denn ich habe richtig jetzt dran gezogen, ich wollte mir die Facepulls so richtig geben. Ich so, komm, zerstör die hintere Schulter so richtig. Die krasseste Spannung und es bounced raus. Oh. Ey, so sieht's jetzt aus. Ich zeig's euch dann mal eine halbe Stunde. Ich habe so ein Gefühl, das wird noch derbes rot werden. Fuck. Bei mir ist halt so, meine Schmerztoleranz ist so hoch, dass es so, hey, juckt mich nicht. Aber ich weiß halt, es tut krass weh. Dass ich halt Angst habe, dass ich irgendwie wieder, dass ich irgendwas verletzt habe oder so. Weil immer, wenn ich mich auch irgendwie krass verletze, bin ich immer so, ja, easy, easy. Aber ich weiß dann so unterbewusst so, okay, meine Schmerztoleranz ist so hoch, dass das dann oft krasser ist, als ich denke. Deswegen, ich hoffe, hier ist alles gut mit den Brustmuskeln, aber fühlt sich alles gut an, okay. Ich mache mir schon ein bisschen Sorgen. Und besorgt sein ist something I don't prefer. Worrying or doubt is 100% trust in something you don't prefer. Aber Philipp meinte, ich soll vielleicht ins Krankenhaus, aber ich habe gar keinen Bock mehr auf Krankenhäuser, aber ich will halt auch nicht so anti-Krankenhäuser. Ich war einfach so, ey, ich bin jetzt einfach mal 5 Jahre gar nicht mehr in Krankenhäusern, außer ich besuche einen Freund oder so. Wieso ist hier so eine Delle? Okay, ich gucke jetzt so nach einer Stunde, aber es ist schon, die Schwellung ist schon wesentlich weniger, aber ich gucke jetzt mal nach einer Stunde, wie es ist. Wenn es irgendwie noch hart wehtut und irgendwie komisch geschwollen ist, dann Philipp ist so ein Schatz, er meint, ey, du kannst auch einfach Ärzte anrufen, ihnen das beschreiben, du kannst sogar Videochats mit Ärzten machen, das kostet dann halt und dann kannst du ihnen das zeigen. Ich will halt, dass das auf jeden Fall wieder weggeht. Ich will halt nicht jetzt ausgepeitscht aussehen und hier dann irgendwie ein zweites Schmuckstück haben. Trag 2 Schmuckstücke auf den Bauch, sie schlitzen und peitschen mich aus. Die Erfahrung trag ich mit mir für die Ewigkeit. That's the shit I don't like. Deswegen gucke ich einfach mal eine Stunde und bleib heute einfach mal oben ohne, damit es gut heilen kann. Okay, nice cream and porridge. Wenn ihr mein tägliches Frühstück nicht kennen solltet, dann checkt das Video hier oben ab. Da erkläre ich das genau. Hat so mit den Snacks, während ich das Frühstück mache, snacke ich ja Obst und Gemüse. Und mit all dem zusammen hat es wirklich so knapp 1500 Kalorien, also schon ordentlich. Also das jetzt hier nur 1000, aber was ich noch snacke, sind nochmal so 500 Kalorien. Ihr wisst hier auch Omega-3, Vitamin D und K2. Meine Multinutrient-Tablette. Was ich eigentlich immer in die heiße Schoki tue, ist Kreatin. Aber das war eben leer, deswegen habe ich es vergessen. Und es zeigt mir wieder, wenn man eben Routinen machen will, dass man täglich ein Supplement oder irgendwas nimmt, der Ort ist so entscheidend, dass man es eben nicht vergisst. Und wenn mein Kreatin leer ist, also wenn es nicht da steht, dann vergesse ich es. Also jetzt habe ich mich eben noch dran erinnert. Deswegen habe ich auch so solche, die stelle ich dann immer dahin, wo ich das brauche, wo ich das eben immer sehe, damit ich nicht vergesse, meine Supplements zu nehmen. Jetzt habe ich ja alles einfach quasi Multinutrient und in den beiden, das ist ja so alles, was ich nehme für die Gesundheit. Aber hier sind jetzt einfach noch so Pilze drin, was ich gerade rumexperimentiere mit Chaga, Lion's Mane, Reishi und eventuell anderen. Heute in meinem Ice Cream Porridge mal wieder Salted Maca Caramel. Und ihr wisst Bescheid, alle die Produkte 10% mit dem Vegans Code Vegans10. Genau. Wenn ihr mich danach supporten wollt, bitte, bitte, bitte macht einfach eine Angewohnheit. Benutzt meinen Affiliate-Link, der immer unter den Videos ist. Damit supportet ihr mich wirklich a lot. Und ich kann mir eine Schönheits-OP leisten, damit das hier... Autschi. Shoutouts an Jay Ziggy. Der macht immer, finde ich, richtig entspannte Rap-Analysen, wenn es euch interessiert. Höre ich mir mal gerne an. Okay, Mittagessen ist so klein, aber fein.
und voller Gemüse, also schon eine gute Portion, aber ziemlich low in Calories, weil es eigentlich hauptsächlich Gemüse ist, wo ich die Greens so richtig dicke reinbekomme. Danach ist Feierabend, danach muss ich eigentlich nichts mehr essen, aber er macht trotzdem noch ein fettes Gemüse. Bohnen-Dinner meistens, seht ihr danach, um die Kerls reinzukriegen. Während ich hier geschmeidig meine Sprachen lernen. Gurke snacke, mache ich jetzt mein Mittagessen. Ich zeige euch alles, was reinkommt. Wenn ihr wissen wollt, wie viel davon, also ich tue jetzt nicht die ganze Süßkartoffel rein, sondern vielleicht so viel, Mengenangaben unten drunter. Ein bisschen von dem Feldsalat, Süßkartoffel, zwei Karotten, Zucchini, Tomaten, Blumenkohl, Paprika, gekochte rote Beete, bisschen Rocker Ketchup, Apfelessig, Tomatenstücke, meine herzhafte Gewürzmischung, ein Proteinshake mit natürlich, gibt nichts anderes, Fly. Wenn ihr Fly kaufen wollt, 10% mit dem Code VGains. Hefeflocken, Sesamsamen, Cashews und das Gemüse mache ich easy pump in der Mikrowelle. Ich packe jetzt alles zusammen und im nächsten Shot seht ihr das Meal und die Kalorien. Hier ist der Protein Shake, hier ist die Sauce, immer noch ein bisschen Chili. Ich mag es nicht so spicy, aber ich habe doch festgestellt, ich dachte ja früher, ich mache gar nicht spicy, aber so ein bisschen spicy finde ich richtig geil, dass mal noch gut was schmeckt, dass nicht einfach alles taub ist, sondern einfach so ein bisschen Chili, finde ich richtig geil. Oh fuck, der Teller ist heiß. Jetzt kommt das Gemüse drüber. Und jetzt macht Fritz einfach einen nicen Shot, wie ich das hier timelapse-mäßig alles verrühre. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Tada! That's what good pussy sounds like. Lachmar! Ihr fragt euch bestimmt, ist die Tischtennisplatte vom letzten Vlog noch da? Gestern bin ich an meinem Restday vorbeigelaufen und Tischtennisplatte noch da, einen Tag später und sogar noch Bücher dazu gekommen. Und heute, einen Tag später, also zwei Tage nach der Aktion. Come back, come back. Wo auch immer sie ist, sie bleibt immer in meinem Herzen. Und wegen Savages, ich weiß, in Deutschland ist gerade Düsterland, das Wetter ist nasty, aber bitte. Geht raus! Vergesst eure Waldmedizin nicht. Es fühlt sich so gut an, täglich rauszugehen. Meine Finger frieren, mir ist gerade Arschkalt, aber ihr kommt nach Hause, ihr fühlt euch so gut. Ihr macht euch nice Schoki, ihr wart draußen. Und versucht wirklich sogar als Challenge zu nehmen, die Kälte, das nasty Wetter richtig zu genießen. Und ich habe festgestellt, ich bin so ein easy Veganer, weil ich es wirklich liebe, Gemüse zu essen. Ich liebe einfach Gemüse. Gemüse ist halt so krass gesund. Und ich liebe es einfach, Gemüse zu essen. Also es ist für mich keine Qual oder ich muss mich zwingen oder so. Deswegen, das ist jetzt mein Abendessen. Für Mengenangaben wieder unten drunter. Ich sag's gar nicht, ich meine, ihr seht's ja. Und es kommt wieder nicht alles rein, sondern je nachdem, wie viel ich halt will. Also hier jetzt der ganze Maiskolben, auch die ganze Dose Kidneybohnen. Und hier so den Rest. Ein Teil in der Mikrowelle. Und aber alles kommt dann in einem One-Pot. Einfach hier drin. Weil dann kann sich alles zu so einer richtig schönen Masse mit den ganzen Flavor vermischen, so auch mit dem ganzen Spices, die da reinkommen, wird es so richtig. Also irgendwie mache ich Mittagessen meistens nur in der Mikrowelle und Abendessen dann meistens in so einem Pot oder auch beides nur in der Mikrowelle. Mikrowelle, ich liebe dich über alles. Danke so sehr. Wenn die Champignons schon so ein bisschen fischig riechen, nur so ein kleines bisschen, dann tue ich sie einfach einfrieren, weil sie morgen mir dann zu fischig werden und ich will sie nicht alle essen. Einfach schon schneiden, einfrieren und dann morgen einfach in die Mikro. Oh, schau mal, wie gut das aussieht. Ich wünschte, ihr könntet das riechen. Chili und Knoblauch, wie der hier oben drauf schmilzt. Königlich. Hier ist der Rest und jetzt kommt das zusammen. Tada! Glorious! Und das ist meine letzte Mahlzeit. Wow, 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 wow. Schreibt mal gerne in die Kommentare, könntet ihr so essen? Für mich gibt es nicht Geileres als das, Mann. Es schmeckt so lecker, es ist so viel Volumen. Ich fühle mich so krank gut, wenn ich es esse und danach. Ich verlängere mein Leben. Ich vermeide schon chronische Krankheiten. Was will ich mehr? So anti-inflammatory, dass diese Verbrennung, Schwellung, was ich mir heute hier unnötigerweise zugefügt habe, schnellstmöglich weggeht. Was will ich mehr? Sind meine Haare on point? Nein, aber wegen Savages, do make your own luck. Deswegen, morgen schneidet mir Vivi die Haare. Ey, es wird ein nicer Vlog. Stay tuned, because I upload every single day. Or semi-currently, but that's not a vlog, because
brauchen wir nicht Englisch, 3500 Kalorien, ungefähr 220 Gramm Protein. Alter, mehr als dicke, mehr als genug Protein. Und 3500 Kalorien ist gut. Heute war jetzt nicht so ein mega aktiver Tag, deswegen ich track halt intuitively und ich war mir auch so, ich habe es mir auch so gedacht, dass es 3500 war, also so ungefähr. Und ich passe das halt an. Heute war jetzt nicht so ein aktiver Tag. Ich habe zu Hause trainiert, meine 10.000 Schritte auf meiner Treadmill das gemacht und so einen Mini-Spaziergang, that's it. Sonst habe ich hier nur gegammelt, also in gesunden Positionen, entspannt, Homeoffice und gechillt und so. Und wenn ich dann andere Tage habe, wo ich dann noch unterwegs bin und vlogge und noch irgendwie laufen gehe oder noch anderes mache, dann esse ich so plus 4.000, also so 4.200 Kalorien oder so. So halt, ich passe das immer so an, dass ich halt so leicht im Überschuss bin und wenn ich so mir gönne, weil ich dann mit Freunden irgendwie essen gehe und dann mehr esse oder so, dann bin ich gut im Überschuss und dann bin ich am nächsten Tag sogar leicht im Kaloriendefizit. Deswegen, die Tagesbilanz ist überhaupt nicht so wichtig, sondern die Wochenbilanz. So, ey, ich hatte jetzt wieder, keine Ahnung, ein langes Meeting und dies und das und ich kam kaum zum Essen. Heute bin ich gut im Überschuss. Ich will einfach dann am Abend einfach nicht noch so viel Kalorien essen. Dann war ich gut im Defizit. Ich weiß noch so, das war der Tag vor Silvester und an Silvester habe ich einfach so viel Summer Rolls gegessen. Wenn man ehrlich ist zu seinem Körper, dann sagt einem der Körper das auch so, ey, ich habe so einen Hunger, ich war im Defizit. Oder ist es jetzt wirklich Hunger oder einfach nur Lust so? Deswegen, aber wenn ihr das in Detail wollt, bitte lest mein E-Book, den Nutrition Guide. Denn ich lean bulk, ich will nicht einfach fett werden, aber ich will halt auch nicht Gains auf der Strecke lassen. Deswegen wirklich lean bulken. Und jetzt am Anfang muss ich echt überhaupt nicht übertreiben, weil Muscle Memory regelt und meine Trainings sind jetzt nicht brachial, meine Home Trainings, die sind ziemlich easy. Deswegen reichen sogar easy meine Maintenance Calories, wenn ich die jetzt so hitte. Ich muss eigentlich gar nicht wirklich ins Überschuss. Und so mache ich das gerade auch. Alright, danke so sehr fürs Einschalten. Seid morgen mit dabei, wenn Willi meine Haare schneidet oder auch vermasselt. Grüße gehen raus an Fritz. Schreibt mal in die Kommentare, wie nice die letzten Vlog er sich schneidet, oder? Auf Fritz ist Verlass und die besten, the best content truly yet to come. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ich bin out.